Wir haben ja noch was konstruiert, Ulf. Und zwar, es sind die Verbreiterungen. Verbreiterungen. Und was für Oschis. Geile Sache. Wirklich saugeile Sache. Und zwar, das ist jetzt mal ein ganz, ganz neues Projekt von uns. Ihr kennt vielleicht diese Verbreiterungen, die wir zuvor gemacht haben oder andere tun. Da wird so ein bisschen was aufgeblendet, aber was wir hier haben, ist halt schon ein perverses Ding, oder? Ja. Wir haben jetzt hier außen die Schale, die können wir in den verschiedenen Kunststoffen produzieren. Das heißt, schwarz-glossy, jetzt in dem Fall. Also sprich, es wiederholt sich unsere Anbauteilfarbe. Oder ihr könnt jetzt lackierfähig, Carbon, strukturiert, was wir auch immer haben, könnt ihr das bestellen. Und dann gibt es innen ein sogenanntes RP-Teil, das ist die Konstruktionsschale, wo die Verbindung zum Fahrzeug hergestellt wird. Und diese können wir individuell für euch machen. Und zwar vorne gehen wir dann um 16 mm raus. Also das sieht man dann in etwa so, dass der Punkt von der normalen Radhausschale bis zu der neu aufgesetzten Radhausschale, der Abstand haben wir hier bei 16 mm. Und hinten sind wir dann bei 23 mm. Das heißt, wenn ihr jetzt eine abgeschlossene Spur habt, Radhausschale zur Felge, dann müsst ihr euch vorne roundabout 30 pro Achse Spurvorbereitungen besorgen, hinten dann entsprechend dann eben vielleicht 50, damit das in etwa in Einklang kommt, oder mit 40, je nachdem, einfach mal ausprobieren. Ich möchte allerdings dazu sagen, Verbreiterungsgeschichte ist nicht nur einfach eine Verbreiterung dran machen, eine Distanzscheibe, das wisst ihr vielleicht alle auch aus Erfahrung. So ein Rad federt ein und die Freigängigkeit muss natürlich gewährleistet sein. In manchen Fällen ist es dann so, wenn ihr Spurplatte fahrt, einschlagen, schauen, ob das Rad schleifen kann. Und wenn es so ist, dann muss natürlich im Radkasten korrigiert werden. Dafür können wir natürlich jetzt nichts sagen. Das sind Dinge, die mit dem TÜV abgesprochen werden müssen. Deswegen, wenn ihr euer Projekt diesbezüglich plant, schaut, was ihr an Spurplatte fahren könnt. Und entsprechend könnt ihr dann unsere Verbreiterungen wählen. Denn wie gesagt, Standard 16. Aber ihr könnt auch sagen, Moment mal, ich will 26. Es gibt bei uns im Shop dann ein Dropdown-Menü und dort könnt ihr dann die einzelnen Verbreiterungen wählen. Wie gesagt, Standard nochmal 16, hinten 23 und dann gibt es Abstufungen in 10er Schritten, denke ich, also in Zentimeter Schritten. Das Ganze wird auch wieder geklebt mit 3M Klebeband. Band ist auch hier schon drauf. Wir haben auch hier schon mal unsere Abziehlasche drauf gemacht. Ja, und dann müsst ihr noch ordentlich reinigen. Das macht jetzt hier Herr Ulf. Und dann müssen wir auch noch den Primer auftragen. Das ist in dem Fall auch ganz wichtig. Der Mini, wie ihr vielleicht wisst, hat hier eben so eine leicht strukturierte Radhausschale. Da ist das mit der Klebeeigenschaft nicht ganz so einfach. Deswegen ganz wichtig, hier den Primer aufzutragen. Die Positionierung, zum einen haben wir hier auf der Innenseite einmal ums Rad herum einen Kragen, der hier hilft, im Radhaus das Ganze zu positionieren, und ansonsten wird begrenzt einmal hier und auf der anderen Seite durch die Fuge. Vorher sowieso immer die Sachen mal anhalten, wie ihr wisst, das ist ganz wichtig. Und dann einfach so weit hochdrücken, bis der Kragen das Ganze jetzt begrenzt. Und dann seid ihr eigentlich schon auf dem richtigen Punkt, ne? Also sie kleben ja schon. Genau, ich mache jetzt einfach mal das. Und wenn ihr jetzt gesagt hättet, ich bin noch nicht so weit? Dann wäre es jetzt zu spät gewesen. Also lasst euch Zeit, gerade Positionierung, ganz wichtig. Wenn wir Kunden haben, die irgendwelche Probleme mit den Teilen haben, dann liegt es echt an der Positionierung, weil es zu weit oben, zu weit vorne, zu weit hinten oder sonst irgendwas leider falsch angehalten wurde. Jetzt drücken wir das hier noch ordentlich dran. Und dann auch wichtig, aber sage ich ja immer, hier 4 Stunden mal das Auto stehen lassen und natürlich auch ganz wichtig, Temperatur. Macht den Spaß bitte nicht bei minus 2 Grad irgendwie draußen vor der Tankstelle. Das wird nicht funktionieren. Dann machen wir gleich hinten, bevor wir die Schutzfolie abziehen und ihr dann das Ergebnis seht. Auf der Rückseite ist es ein bisschen anders. Auf der Seite richten wir das Ganze wieder aus und dann verlassen wir uns alleine auf den Kragen, weil hier hinten das Ganze ein bisschen anders ausläuft als vorne. Man fühlt es dann hier auf der Innenseite, wie der Kragen in den Radlauf läuft. Oh ja, das spürt man. Da
schaut auch mega geil aus, muss ich echt sagen. Richtig coole Sache. Ihr habt, wie gesagt, die Möglichkeit, hier verschiedene Kunststoffbaits zu nehmen. Hier in dem Fall High Glossy, genauso möglich lackierfähig, was auch immer. Oder eben vielleicht das Matt Carbon wäre zum Beispiel auch ziemlich geil, denke ich da drauf. Aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Ansonsten hier spielt ihr noch ein bisschen mit der Breite, entweder von der Felge über die Einpresstiefe, über die Zollbreite der Felge oder eben über die Spurverbreiterung. Ich würde einfach sagen, wir rufen mal bei Aibach an. Die haben nämlich sowieso schon zu uns gesagt, sie hätten noch ein paar coole Spurverbreiterungen für uns. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr diese Art von Verbreiterungen findet. Weil ich könnte mir vorstellen, dass wir sowas in der Art vielleicht auch für andere Fahrzeuge machen. In diesem Sinne, bleibt am Ball, es kommen noch ein paar andere Videos. Und am Schluss natürlich das Video, wo ihr das ganze Auto am Boden seht und dann halt mal das ganze Konzept auch ein bisschen beurteilen könnt. In diesem Sinne, alles Gute, bis demnächst. Ciao.